Vom Ufer des Bodensees bis hinauf in den Raum Feldkirch erstreckt sich die Region des Ländle-Apfels im Vorarlberger Rheintal und dem Walgau. Der weite, flache Talboden ist geprägt von Apfel- und Birnenhochstämmen. Der Ländle-Apfel ist mit seiner gut 30-jährigen Geschichte eine der ältesten landwirtschaftlichen Marken Vorarlbergs. Seit einigen Jahren trägt er auch das Ländle-Qualitätsgütesiegel Iluek drauf. Jährlich werden in den familiär geführten kleinen Betrieben etwa 500 Tonnen davon geerntet und direkt in der Region vermarktet. Ja, hier produzieren wir sozusagen den Ländle-Apfel oder besser gesagt eigentlich die Natur und wir zusammen. Wir versuchen mit dem Ländle-Apfel möglichst das gute Klima und den guten Schwemmlandboden, den wir hier zum Glück haben, zu nützen. Und das verleiht dem Apfel auch das gute Aroma durch dieses Wechselhafte, auch vom Klima her, einmal warm, einmal kalt, wird das Aroma gefördert, auch die Festigkeit vom Apfel. Die Vermarktung vom Ländle-Apfel erfolgt eigentlich über zwei Schienen. Die eine Schiene ist die Direktvermarktung, sprich ab Hof oder auf den Märkten. Und die zweite Schiene läuft eigentlich im Land hier über Spar, wo dann das verteilt wird in die Geschäfte. Wir schauen auch, dass wir die Produzenten immer sehr gut schulen, dass die weiter Bildung ist uns wichtig, weil einfach das dazugehört, dass man immer die neuen Produktionsfortschritte einfach mitbekommt. Es bewegt sich eigentlich sehr viel in die Richtung mit Nützlingseinsatz, mit besserer Beobachtung, mit besserer Einbindung von Wetter und Entwicklung von den Insekten, dass man da einfach gezielt arbeiten kann. Frische, Kundennähe und eine Vielzahl an Apfelsorten wie Elster, Jonagold, Gala, Topaz und Boskop haben dem Ländle-Apfel eine sichere Marktposition gebracht. Angebaut wird also nach kontrollierten, EU-konformen Vorgaben, die den Konsumenten und der Umwelt Sicherheit geben. Der Ländle-Apfel, ein Naturprodukt aus Vorarlberg. Am besten, Sie probieren den Apfel und beißen einfach mal rein.